oaad.de. One app a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und Willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Web-App, Samsung iTest. Ich verlinke die Website. Wie installiert in Anführungsstrichen ihr diese App? Ihr ruft den Link in Safari auf eurem iPhone auf und klickt dann auf zum Homebildschirm hinzufügen und dann startet ihr halt die Web-App und dann wird ein, in Anführungsstrichen, ein Samsung-Smartphone emuliert. Ihr könnt euch da so dann so ein bisschen durchs Menü wischen, ein bisschen die Einstellungen euch angucken und euch wird irgendwie so ein bisschen die Kamera erklärt und so. Ihr kriegt auch so in Anführungsstrichen SMS und mit Infos darüber. Das ist natürlich eigentlich so als Werbung gedacht. Hey iPhone-User, guckt doch mal, wie schön Samsung ist. Und ich muss ja sagen, ich mag die One UI von Samsung wirklich gerne. Und also so ein Samsung Galaxy S21 oder so ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr nettes Smartphone. Das kann man anders gar nicht sagen. Ist auf jeden Fall mal ganz witzig, das auf dem iPhone einfach sich mal anzuschauen. Samsung iTest. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.